Eins. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft WG zusammen mit der Julia. Hallo, Mücken! Der Ria? Ja, ich bin gleich tot. Und dem Eve. Hallo! Es ist Tatütata bei mir. Ist hier irgendwo ein Nest oder warum kommen hier immer so viele? Das nervt schon immens. Der Baum hat Schwämme gebracht. Was geht denn hier ab? Holz. Hickory, okay. Oh, hier sind Mücken. Und Grabstein. Ey, hier fährt Feuerwehr und Tatütata, als ob die Welt nicht untergeht, hey. Das klingt irgendwie scheiße. Als ob sie nicht untergeht, okay. Interesting. Ja, weißt du noch, wie man ein Boot baut? Wieder Mücken, ich höre sie schon wieder. Sie sind nicht, aber ich höre sie. Warum ist hier ein Rüstungsständer eigentlich? Okay, Holz kann man also auch nicht in Truhen packen? Doch, Holz kann man in Truhen packen. Also keine normalen Stämme, nee, die natürlich nicht. Ja. Oh, scheinbar ist es auf der Autobahn. Es klang so nah. Er hat mich 4 Holz gebracht. Ich habe ja, in der Kiste. Ja, ich hab's hier vor die Füße geworfen. Hab ich dir noch ein bisschen was vor die Füße geschmissen? Ja, oh, das hat mal. Wasser gerade eingesammelt. Gib mir das dann schon wieder. Douglasie. Wird die so geschrieben, die Douglasie? Ich hab keine Ahnung. Ist doch egal. Nee, mit O, natürlich mit O. Ach, du sammelst spezielles Holz. Für jedes Holz eine Kiste. Ja. Wow. Hm. Not bad. Alter, schon wieder hier oben. Ey, ich gehe nie wieder hier hoch. Mücken? Douglasie. Ja, immer da oben auf einem Berg. Wird das so geschrieben? Mücken sind hier echt ohne Ende. Das ist grausam. Ich hab mich grad fast umgebracht. Normalerweise schreibt man mit Dora Otto Ulrich. Normalerweise. Douglasie. Douglasie. So steht's hier. Douglasie. Wo ist es hier drin? Oh. Douglasie. Geh einfach jetzt mal hier nach oben hin. Oh, ich hab meine Säge weggeschmissen. Oh, Vielleicht mache ich mal die Karte auf. Ach so, du machst so quasi der Säge gleich immer so Bretter draus oder wie, bevor du sie ablegst. Ja, yeah, sonst könnte ich sie nicht reinlegen. Wir haben jetzt nur Kiefern-Truhen, ne? Ich weiß nicht, ob dann aus anderen Truhen, ob die anders aussehen oder ob die dann größer sind. Ich probiere es mal gerade aus. Die sehen anders aus, ja, das auf jeden Fall. Bisschen eine Douglasie-Truhe, sieht die anders aus? Ah, das ist ja geil, die kann ich noch dazwischen packen. Das ist ja Hammer. Ja, Platz sparen, ne? Können wir mal Kisten aufbauen. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich ja auch Doppelkisten quasi drumherum und Kiste. Aber wir können jetzt mittlerweile selber Kisten machen, oder wie? Ja, natürlich. Oh, das ist nice. Hier ist ein Block halb ineinander gerutscht, der backt jetzt rum. Voll. Das ist ein halber Block? Was zur Hölle? Kann man das muss so generieren. Achso, wolltest du noch durch? Okay, dann mach ich da mal keine Kisten hin, ne? Damit du wieder rauskommst. Ach, war ich mal runtergefallen. Weil sonst wird's schwierig. Ach, ja, dann, ich glaube, ich brauche eine Schaufel. Sonst dauert das jetzt ewig. Aber das ist ja geil, man könnte eigentlich quasi nur Doppelkisten nebeneinander sogar so stellen dann. Ja, ist ja egal. Aber unten würde ich wirklich den Kürbis lassen wegen Licht. Ja, kannst du. Also ich an jeder Stelle den Kürbis, dann auch hier die weg. Genau. Muss jetzt gleich aus. Ich hoffe, dass die wirklich auch. Pack ich die Glasinkisten wieder da rein. Ich hab hier doch. Achso, hier ist noch dieses Brass, das brauchst du auch, ne? Da. Dafür gibt's noch keine Kiste. Das haben wir ja nur geklaut, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja, gib mir das geklaute Zeug. Ah ne, nicht einzeln. Dann war geklaut. Hatte hier. So. Ach, der Tomatenberg war in der Nähe von diesem komischen tempelähnlichen Gebilde, was wir damals gefunden hatten, wo man nicht wusste, was das sein soll. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja, ist so. Aber hab ich gefunden. Wo man das beschleunigen kann. Na, also, alles klar. Nochmal genauer angucken, ob wir da nicht irgendwas übersehen haben. Da. Ja, da in den Einstein muss ich von außen dann irgendwann ausbessern, da komme ich jetzt echt nicht mehr drin. Macht ja nichts. Wieso haben wir hier verschiedene Türen hier? Was ist das für eine Tür?
Hickory-Tür und Kastanienholz. Und Kastanien sind also auch schön rot, ne? Das ist natürlich schön. So, die Douglasie pflanzen wir auch mal irgendwo an, dass die wieder wachsen kann. Nein, so, was machen wir denn hier? Sollte kein rein werden. Warum stehen hier so einzelne Baumstücke rum? Das sind Obstbäume. Genau, genau. Ich habe vorhin auch schon gefragt. Mies meint wohl, dass sie da wachsen können. Das steht aktuell abbaubar, was? Ja. Hä? Ich bin mir auch nicht sicher, ob die noch wachsen. Ich weiß nicht. Also ich habe vorhin einen Zitronenbaum hingesetzt, der wächst hier, der steht hier. Der sieht normal aus. Ich weiß ja nicht, was ihr... Achso, jetzt muss ich wieder neu Toggle Downfall eingeben, weil der war ja ausgelockt. So, lass doch. Wollt ihr den Regen? Ne, den wollen wir nicht. Gehört dazu, meiner Meinung nach. Dann nervt schon. Voll die Cheater-Runde hier, ey. Ja, das Wetter. Ja, so, nervig ist es schon, das stimmt. Das ist ja nicht so, als würden wir irgendwelche Baumaterialien erschießen. Da sind wir. Nur Glimmerschieferbrocken. Und man stelle sich vor, wir hätten nicht immer Tag gemacht. Dann würden wir nachts einfach nur in der Hütte rumhängen. Ich glaube, das Let's Play wäre dann halt irgendwann ziemlich öde, weil wir halt nur am Verrecken wären und keine Ahnung, oder halt die ganze Nacht irgendwo drinnen stehen. Ja. Das wäre auf Dauer auch nicht so die Lösung. Warum haben wir das da hinten länger gebaut? Genau. Hä? Das hier war der Gabro. Das hier war Bongo-Gedönsdings. Warte. Aber doch nicht dazu. Hickory. Hickory, dickididu. Ich bin so gefreut, dass ich vielleicht eines der Steinarten gefunden hätte. Noch brauchen, aber das ist es nicht. Das mittlere Hausteil ist halt nur 3 lang, die anderen immer 4 lang, aber damit müssen wir leben, oder? Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Irgendwann werden wir eh eine Luxuswohnung umziehen. Meinst du? Da ist ja ein Riesenhäuschen. Aber doch nicht so groß ist das gerade. Oh, wow. Oh. Hallo. Schon ein bisschen nervig mit den Axtkraften, oder? Ach da, ja, hier war ich vorhin schon. Aber das ist schon mal, guck mal, das ist wirklich dunkel, das ist schon mal ein Dach über dem Kopf. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt ist echt schon wieder dunkel. Ja. Oder nee, das ist nicht das, bei dem ich vorhin war. Dann ist das normal, dass das so kaputt ist, weil vorhin war ich schon mal bei einem Gebäude. Ja, die Häuser hier sind kaputt, ausgesehen. Ja. Dann bleib ich hier mal gleich in der Nähe. Das wird ja schon wieder dunkel. Echt? Ja, so langsam. Ich sehe die Sonne schon gar nicht mehr. Ja, müsste irgendwo auf eurer Seite sein. Ja, ich bin nicht in der Nähe von dem Haus. Dick, also. Da hinten ist ein Haus und geht dahin. Ja, die geht gerade unter. Ich habe nur ein Problem. Ich habe hier Chalk und die kann ich nicht abbauen. Chalk, was? Dann kann ich die damit abbauen. Nein, hier gibt's ganz viel Douglasie, okay. Wir haben jetzt. Ich wollte hier erweitern, jetzt steht da aber ein Stein, den ich nicht abbauen kann. Finde ich ja doof. Weil du keine Axt hast. Nee, da braucht man schon irgendwie ein Eisenwerkzeug oder halt was Besseres als was wir halt haben. Ja. Da oben was ist? Ich geh schon mal ins Häuschen. Da oben wird nichts sein, oder? Wo denn? Da oben. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Man könnte aber mal gucken gehen. Sag es, wie kommen wir da hoch? Das schauen wir gleich, wenn es wieder Tag ist. Ich bin im Haus. Seid ihr auch im Haus? Ja. Ja. Ja, doch. Gute Nacht. Okay. Na, gute Nacht. Oh, ich kann euch Time Today noch nicht eingeben. Scheiße. Also, ist halt ein interessantes Haus. Ach, da haben wir noch was von diesem Dachholz, was ich da hab. Was denn für ein Dachholz? Wild. Also irgend. Das ist der Nachteil, wenn man sich das Weiler verkleinert, das wird nicht so gut lesbar. Das ist, glaube ich, irgendwas Geschüsseltes. Wo ist denn jetzt das Holz hin? Es könnte sein, dass ich das mit dem Inventar habe. Aber wir können es alternativ auch einfach austauschen mit was. Bräuchte ich mal bitte.
Ich überlege gerade. Gibst du mir mal? Ja, da. Ja. Ich überlege gerade, wie. Du musst einfach nur sagen, was für ein Holz du hast da. Klappen könnte. Ja, das ist bloß ein abgebautes. Ich glaube, ich nehme einfach was von dem, wo du Bretter machen kannst. Wovon haben wir denn ganz viel? Kiefer ist das, was am meisten bei uns wächst. Kiefer ist Pein, da, oder wie? Das ist halt so hell, das ist unser Boden, das Kiefer. Ja. Ich kann auch was das hast denn jetzt für ein nehmen, Geräusch? Aber davon haben wir halt auch nicht so viel, glaube ich, oder? Du klar, sie die wachsen aber hier rum. Die können wir mal fällen. Oh, das ist Hilfe! Hilfe, was passiert hier? Ich brenne! Warum brennst du? Ich weiß nicht, da oben ist irgendwas, ich brenne. Ich gehe weg. Oben ist so eine Lohe oder so. Wow! Ja, schnell weg. Wie mache ich diese großen Bretter? Ich sterbe. Ah, welche großen Bretter? Fast schon. Was? Warum wollten wir nochmal hoch? Ich gehe mal von der anderen Seite hoch. War das vielleicht, das war glaube ich nicht so eine gute Idee, da hochzugehen. Ich habe noch 64 Leben. Ich bin weg. Von der anderen Seite hoch, weil dann kann ich vom Fenster aus mal reinschauen, ob da was ist. Ich bin tot. Ich wurde von Death Tom zu Tode geprügelt. Tom, das ist schon so ein fettes Buchzeug. Alles klar, wo ist mein Todespunkt? 600 Meter. Ich laufe da mal. Bis später. Bis später. Hm? Ich gehe da mal. Tschüss. Was? Ah, wieder neue Axt craften. Diebstahl WG. Ich sehe halt aber auch nichts, dass da was drin wäre. Kann ich das zumindest abbauen, sodass es kaputt geht? Was denn? Stein oder wie? Ja, wenn aktuell abbaubar geXt ist, dann glaube ich, kann ich es zwar weg. Also zumindest habe ich halt schon Steine weggekloppt, halt da kaputt. Die dann kaputt waren, ja. Oh. Ich hab Durst. Tü. Dunger eigentlich auch. Was, ein Tü-Tü? Da ist ein Spawner. Ein Tü-Tü. Spawner sind uncool. Ja, in der Tat. Aber ich traue mich trotzdem da jetzt mal rein. Ich schaff das. Und ansonsten komme ich da sicherlich lebendig wieder raus. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich nicht. Ich habe erst noch mal was zu essen. Vermute ich. Könnte klappen. Wünsche ich mir. Haben wir alles durch? Weiß ich nicht. So. Vielleicht. Erstmal eine neue Axt machen. Eventuell. Hier ist noch ein Graf von Mief. Ich sag mal, wie viele Gräber stehen hier? Also, es ist hier. Mief hat 100 Gräber. Ich glaube, ich stelle den Rekord auf. Ich weiß, ich glaube, ich habe nur auf 50 Leben gestellt. Nur diese Regale und der Spawner. Ist kein Problem. Ja, aber du solltest es vielleicht rechtzeitig irgendwie machen, weil wenn der Charakter weg ist, ist halt scheiße. Ja, muss ein neues Minecraft kaufen. Kein Problem, ich habe auch zwei Accounts liegen. Okay. Ich hätte auch noch einen. Ich habe hier schon wieder so einen halben Block gemacht. Da, 400 Meter. Ich hole jetzt mein Zeug wieder, wenn es das letzte ist, was ich tue. Ach, es scheint safe da zu sein. Ich war auch gerade da oben, da war nichts mehr. Du hast alles erfolgreich rausgelockt, falls sich das bewegt. Ja, das wird wohl irgendwo an meiner Leiche rumstehen. Das kann natürlich auch sein. Okay, der Hickory-Baum ist groß. Hey, oh, guck mal, ein U-Boot. Du hast einen Curry-Baum? Du Glasier. Guck mal, soll ich mal ins U-Boot reingehen? Ich habe ja gerade eh nichts. Was ist ein U-Boot? Ja, hier ist ein U-Boot. Ich gehe einfach mal rein. Ein U-Boot? Wie, du hast ein U-Boot? Wo bist du? Da ist er. U-Boot. Ich will auch. Ich schwimme mal rein. Weiß nicht, ob das so gut war. Das war die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Warum? Was gibt's denn da? Eins, zwei Monster-Spawner. Das klingt hier jedenfalls ungemütlich.
3 Monster-Spawner, aber dafür Betten. Ohne Ende Betten. Nehmen Sie mit. Ich komme hier nicht mal lebend raus. Wenn ich halt wüsste, wo du bist, Ich habe keine Leiter und ich kann hier nicht raus. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Kannst du mir mal Koordinaten oder so geben, vielleicht? Ja, kann ich dir. 14.355, ich wollte sagen 1000. Alles klar. 14.355. X. 355, ja. Y 132 und Z minus 11.740. 740. Was ist denn da hinten? Dann schau ich mal. Oh, das ist. Groß. Ja. Ich meine, in deine Richtung laufe. Vielleicht kann ich dir irgendwie raushelfen. Hier sind einige Betten, also wirklich. Nimm sie mit. Warum Betten craften, wenn man sie einfach klauen kann? Diebstahl. Ich glaube, ich habe einen Apfelbaum gefunden. Folge aus. Ja, das Folge aus. Tschüss.